Ja, Jim Sterling provoziert gerne. Ich meine, der Mann ist Brite, was will man anderes erwarten? Scherz beiseite, ich schätze den Kollegen durchaus, aber ich kann auch jeden verstehen, der seine Art nicht mag. Was ich nicht verstehe, ist, warum ihm jemand Todesdrohungen schickt, nachdem er dem neuen Zelda 7 von 10 Punkten gegeben hat. Wirklich. Ich verstehe das nicht. Ich würde das nicht mal dann verstehen, wenn Jim nur 1 von 10 Punkten gegeben hätte. Ich meine, ich bin selbst Spieler und natürlich nicht immer mit den Meinungen von Kritikern einverstanden. Das haben halt Meinungen so an sich, dass man damit nicht immer einverstanden ist, aber ich lasse sie zu. Ich kann es sogar zähneknirschend akzeptieren, wenn jemand Homeworld nicht so gut findet, und das ist für mich wirklich schwierig. Mir ist umgekehrt natürlich auch klar, dass die Todesdrohungen und die DDoS-Attacken gegen Jim Sterling von einer Handvoll fehlgeleiteter Spieler stammen, von einer verschwindend geringen Minderheit, die nichts mit der Masse der Spieler zu tun hat. Wir sind keine wutschäumenden Idioten. Es gibt unter uns nur, wie in jeder anderen gesellschaftlichen Gruppe auch, einen gewissen Anteil wutschäumender Idioten. Das sind dann auch die Leute, die Call of Duty-Entwickler mit dem Tod bedrohen, weil sie etwas am Waffenbalancing ändern. Oder einen Journalisten, weil er darüber berichtet, dass sich No Man's Sky verschiebt, oder eine Feministin, weil sie in Videos ihre Sicht auf Spiele sehr zugespitzt darstellt. Todesdrohungen sind kein Spaß, sie sind nicht witzig, sie sind widerlich und sie werfen ein schlechtes Licht auf uns Spieler als Ganzes. Wir sind daran nicht schuld, das will ich gar nicht sagen, aber wir tragen die Verantwortung, zu zeigen, dass wir so etwas nicht gut finden, zum Beispiel indem wir Freunde darauf hinweisen, die über Todesdrohungen lachen oder beispielsweise über Scherze wie Swatting, da können wir schon mal dran erinnern, dass es eben kein Scherz ist, wenn ein Sondereinsatzkommando eine Wohnung stürmt, sondern lebensgefährlich. Wir können klar und deutlich zeigen, dass wir derartiges Verhalten nicht akzeptieren, dass diese lautstarke Minderheit von Trollen und Hatern nicht für uns Spieler spricht, sondern lediglich ihre eigene Unsicherheit und Schwäche ins Internet hinausschreit.